Herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Beziehungsweise herzlich willkommen zurück zu der letzte von uns. Der bin ich. Und die haben ja aufgehört in der letzten Folge. Wir müssen jetzt die Straße passieren. Und wir müssen hier aufpassen, hier ist alles vermint. Haben wir ja in der letzten Folge ja gesehen. Alles ist hier vermint. Alles vermint und verrammelt, verschustert. Und wir wissen, dass auf der Straße welche auf uns geschossen haben. Wo ich jetzt keinen einzigen von sehe. Doch, da hinten. Die sind auf der Suche nach... Die sind auf der Suche nach uns. Das ist gar nicht gut. Ich werde nochmal... Ah, Mist, wir haben oben den Bogen vergessen. Den Pfeil. Was? Links, links. Wow, wow, wow. Ja, danke, Ellie. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Yes! Oh, der Bogen ist so geil. Ich brauche auf jeden Fall mehr von. Ja, ist so weit weg. Aber den Pfeil können wir wieder rausziehen. Das machen wir doch glatt. Sehr schön. Dann haben wir wieder zwei. Das ist schön, dass wir einige Pfeile wieder aufnehmen. Schon was gefunden? Wow, 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 wow. Hörst du mich? Dein Kumpel liegt da, der schläft. Siehst du da? Miese Drecksau! Stirb! Scheiße! Hab ich was erwischt? Hui! Hui! Das war verdammt knapp, ja. An den Rand des Universums und zurück. Ertragen und überleben. Nagelbomben. Der Comic, den ich gelesen habe, das sagt der Held nach einer großen Schlacht. Kämpfen und leben. Ja. Okay. Hui. Mann. Das war wohl das Ende dieser Zone. Dead for Freedom. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und wenn sie Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Ja, wie ich schon in einer Folge sagte, for free. Das ist gar nicht einfach. Hey, hilf mir hoch. Ja, das machen wir gleich, Ellie. Wir schauen uns hier ein wenig um, denn ich kann mich entsinnen, dass eventuell hier vielleicht auch was liegen könnte oder kann. Wir müssen natürlich aufpassen, weil hier überall auch diese Bomben verteilt sind. Oh, hier gibt es wieder was. Wieder was zu lesen. Habe ich so richtig gesehen? Trucker-Notiz. So, wir haben die Stadt nach Überlebenden abgesucht. Im Hotel haben sich ein paar Soldaten versteckt, um die wir uns gekümmert haben. Eine Gruppe von uns hat ihr Lager überfallen oder vielmehr das, was von ihnen übrig war. Die meisten großen Maschinen sind durch den Kampf im Arsch. In absehbarer Zeit können wir also nicht auf Panzer fahren. Können wir also nicht auf Panzer fahren, genau. Auf Panzern fahren. Die schwere Artillerie kann man auch nicht mehr retten. Die einzige Ausnahme ist ein Humvee. Wir konnten ihn reparieren, inklusive seines Kaliber 50 Geschützes. Dieses Ding ist undurchdringlich. Ich bin gespannt, ob sich noch jemand mit uns anlegt. Das ist doch vermeintlich, ist das doch jetzt schon die Voraus- oder Vorhersage für das, was da kommen mag, oder? Irre ich mich da jetzt? Wie ich in der letzten Folge jetzt schon gesagt hatte, dass wir eventuell nicht das letzte Mal dieses Fahrzeug gesehen haben, hat sich das doch jetzt quasi schon bestätigt, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Oder liege ich da vollkommen falsch? Ihr könnt es mir gerne dann auch mal in die Kommentare schreiben. Genau, apropos Kommentare. Ihr könnt gerne ein paar Kommentare auch mal gerne wieder da lassen. Ich würde mich natürlich riesig freuen. Ja, mit dem Messer machen wir das doch. Wieder ein Bonusraum. Ah, sehr schön. Tabletten und jede Menge Gezeugs. Und jede Menge Sachen. Pistolen, Munition und eine... Weiß gar nicht, was ist eine Karte?
Und daraus baue ich eine Granate. Tausendmal berührt. Tausendmal ist nichts. Nee. Da verstoße ich schon wieder gegen Richtlinien. Das möchte ich natürlich nicht. So. Ja, das sieht. Aber hier war doch, glaube ich, noch. Ich wollte diesen Raum mit diesem, was, der so vermint ist, mal reinschauen. Vielleicht ist da doch was Interessantes am Liegen, weil die liegen ja nicht umsonst hier. Die vielleicht als Falle nur, aber naja, gut. Ja, da liegen noch ein paar Utensilien, die wir noch gut gebrauchen können. Für uns zum Herstellen. Den Backstein brauchen wir nicht. Da durch die Tür hätten wir auch nicht gekonnt. Das, da sind wir ja vorhin. So, das war's auch schon. Können wir was herstellen? Ja, ein Messer. Ein Messer. Ein Messer. Wir können eine Rohrbombe, wollte ich jetzt schon sagen. Eine riesen Rohrbombe. Nein, eine Rauchbombe. Und wir haben insgesamt 50 Tabletten. Das heißt, wir brauchen nochmal 50, um nochmal zusätzlich eine Fähigkeit zu verbessern, die wir möchten. Wie zum Beispiel noch größere Lebensenergie. Hey, ja. Mir hoch. Machen wir doch. Okay. Komm schon. Na bitte. So. Bradley and Partners. Hieß dieser Laden übrigens, wo wir gerade drin waren. Da ist die Brücke. Ja. Was da? Was war denn nochmal mit der Brücke? Ich kann mich nicht in den Sinn, dass da... In jede Ecke... sitzt eine Zecke. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Military School, mhm, okay. Militärvorbereitungsschule. Ja, ein anderes Wort für Waisenhaus. Was wohl aus den Kindern geworden ist? Dieses Haus ist schon lange verlassen. Die Kinder sind erwachsen. Sie sind also Hunter und wollen uns töten? Oder sie sind tot? Oder sind geflohen. Aber du glaubst das nicht. Ich glaube, wir müssen aus der Stadt raus. Los. Genau. Gutes Gespräch. Gutes Gespräch, sehr gutes Gespräch. So, hier müll ich nichts. Da lagen übrigens auch Latten drin. Warum er die nicht aufnehmen kann, weiß ich nicht. Ah, naja, gut. Soll uns nicht weiter stören. Da steht wieder Dawn of the Wolf. Wahrscheinlich auch ein bisschen abgeleitet von... Was, wo? Ach so. Die Poster sind überall. Ich habe den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Das ist ein Teenie-Film. Das ist wohl die neue... Das ist anscheinend eine neue Aussprache für Pornofilm. Es ist ein Teenie-Film. Gehen wir durch die Gasse. Oh, oh. Oh. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's geahnt. Ich wusste es. Oh, greifen wir mal durch die Wand das Klebeband. Durch die Wand nehmen wir das Klebeband. Oh, der Wagen steht da. Ich sehe ihn, der Wagen... Ich versuche immer noch um die Ecke zu schauen. Warum? Wir müssen zusehen, dass wir jetzt mal versuchen, wirklich zu schleichen und um die Leutchen rumzukommen. Genau, ich hätte dich verrecken lassen sollen. Oh Mann, ich
macht dir welchen, wenn du damit aufhörst. Ich hoffe, es schmeckt wirklich gut. Bacon, Mann. Klar schmeckt das gut. Okay, der Truck steht da. Und da sind zwei Gegner. Schau mal, dass wir sie lautlos irgendwie cashen können, erledigen können. So, dass wir die, dass wir den Truck da nicht irgendwie in unsere Nähe bekommen. Hier schauen wir uns ein wenig um. Da liegt was, was wir schon haben. Okay, der eine... Okay, die beiden bleiben anscheinend hier drin. Aber ich glaube, wenn der Truck uns einmal sieht... Ich würde es gerne mit dem Bogen ausprobieren. Ah, der Turm dreht sich von dem, von dem SUV. Oder von dem Humvee. Schauen wir mal, wenn die beiden da drin bleiben. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir... Gehen wir mal außen lang. Vielleicht können wir ja außen vorbeischleichen, wer weiß. Da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen irgendwie... Oh, da steht auch einer. Oh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Den packen wir uns aber, weil der steht nämlich so schön da. Und so unauffällig. Alles okay, ja, ja, passt alles. Brauchst du keine Gedanken machen. So, den legen wir mal hier in die Ecke. Zum Schlafen. So. Dann schleunigst. Ah, wir müssen rüber auf die andere Seite. Ah, das ist ja fies. Das ist ja ganz schön fies. Ah, das ist gemein. Okay, müssen wir aufpassen auf den Turm. Run steht auch noch vorne dran. Run. Run, Forest. Lauf, Schlampe, lauf. Wie er doch verzweifelt am Suchen ist. Ich kann mich entsinnen, dass auf der PlayStation 3 Version ich da richtig Probleme hatte mit dem Truck. Dass ich da... Jetzt fällt es mir nämlich wieder ein. Der hat auf uns gepflastert bis zum geht nicht mehr. Weil... Ah, oh, wir kriegen jetzt, glaube ich... Ah, wir kriegen Gesellschaft. Shit. Mann, warum haben die denn... Ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe sowas nicht. Oh, oh, oh. Komm, 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 komm. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der andere? Boah. Dann sollten wir ganz schnell verschwinden. Komm schon, Ellie. Komm schon, Ellie. Wow, 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 wow. War das die richtige Richtung? Stirb! Stirb! Du oder ich! Heißt es hier! Du oder ich! So, weiter geht's. Du oder ich, Motherfucker! So! Zack! Zack! So, weit! Wow, 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 wow! Ellie? Ellie! Oh, da! Das kannst du wohl laut sagen. Diese Dreckskerle. Survival heißt das Motto. Survival. So. Hier liegen wieder ein paar Sachen. Das haben wir aber alles schon. Wir bräuchten nicht mal wirklich mal ein paar Schrotflintenmunition mehr. Also das Kapazität mal. Das würde ich vielleicht demnächst mal ein bisschen aufbessern. Woman. And man. Ich weiß gar nicht, stimmt das jetzt mit der... Weil da drunter ist ja Blindenschrift. Sehe ich das richtig? Es ist... Oh nein. Wir kriegen Besuch.
Ich hab ihn gehört. Ihr habt ihn wahrscheinlich auch gehört. Ich geh mal nachsehen, wie die Lage ist. Hallo? Hallo? Oh, er kommt. Verdammt! Erdbeersoße! Mutti, es gibt wieder Erdbeereis! So. Dann werden wir hier mal weitergehen. Entschuldigung. Ja, das... So. Jetzt sind wir wieder in einem Apartment. Klebeband. Und Pillen. Können wir uns im Schrank verstecken? Nein. Wir sind ja hier nicht bei Outlast, ne? Wir sind ja hier immer noch bei Last of Us. So. Ich weiß gar nicht, kann man später seinen Rucksack vergrößern? Ich weiß es gar nicht mehr. War das hier so nicht so gewesen? Ah, ne, das war, glaube ich, ein anderes Spiel. So, hier kommen wir weiter. Wahrscheinlich auf dem Fenstersims, ja. Oh, oh. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Da habe ich wieder eine Nacht. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe! Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls du es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel. Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Joel ist so ein bisschen skeptisch, wäre ich glaube ich auch, weil in dieser Welt kann man niemandem vertrauen. Das würde ich glaube ich auch nicht tun. Weil man weiß ja nie, die können freundlich sein. Ja, komm mit in unser Versteck. Und dann knallen wir euch ab, ja. Oder töten euch im Schlaf. Ja, man kann niemandem vertrauen. Das ist leider so. Oh. Das sieht aus wie meine Katze, wie Gizmo. Sehe ich das richtig? Och, Gizmo. Aber Gizmo hat ein hübscheres Gesicht. Falls einige meine Katze nicht kennen, solltet ihr auf jeden Fall die Let's Play Live Show einschalten. Dann sieht man ab und zu mal den Gizmo.
Den Gizmo, 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 Gizmo. So, schauen wir uns mal weiter um. Molotow verbessern. So. Molotow Handbuch Band 1. Verbesserter Radius von Brandbomben. Konstruktion. Bei allen Brandbausätzen muss auf die Konstruktion geachtet werden, um eine anwandfreie Detonation zu gewährleisten. Nachdem wir Arzt sind. Und, was war das andere nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr entsinnen. Sind wir jetzt mittlerweile auch schon Sprengstoffexperte? Ach ja, Waffenexperte waren wir, genau. Jetzt sind wir mittlerweile jetzt auch schon Sprengstoffexperte. Ich glaube, ich gehe aus dem Let's Play raus als, Diplom-Ingenieur. Ich muss da mal mit Naughty Dog, muss ich da mal telefonieren, dass ich da vielleicht mal mein Diplom dann bekomme. Unterschrieben mit Stempel. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer Wache. Da kann ich vielleicht mich mal... Kann ich vielleicht mal... Wir sind nicht verwandt, wir sind der, Ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist der Ehre. Dann kann ich mal einen vernünftigen Job annehmen. Als wie immer hier nur vor der Kamera zu hocken. Ja. So, ich möchte trotzdem mal ein paar Türen öffnen und schauen, was... Gut. Oh, sehr nice. Habe ich die denn nach... Die habe ich, muss ich nachladen. Dann kann ich hier aufnehmen. Sehr schön. So. Und da haben wir wieder 10 Tabletten. Lebensenergie. Huch, ich bringe das zur Seite. Ein Schaukelstuhl. Ein Geist? Nein. Boah, was ein Fernseher. Der spiegelt so komisch. Oh, Bisons. Zwei Bisons auf ein Bild. Da haben wir wieder Tabletten gefunden. Können wir irgendwas auf... Ah, wir können wieder ein Messer herstellen. Sehr schön. Messer ist immer gut. Messermeister. Huch. Hallo. Hm. So. Hallo. Hallo. Ja. Geh doch mal aus dem Weg. Nein. Das Z... 5500 erinnert jetzt mal gar nicht so an eine gewisse Marke, die wir selber persönlich kennen, vom Design des Kartons her. Viele werden jetzt natürlich drunter schreiben, was es ist in diesem Video. Ich möchte es jetzt hier nicht erläutern, weil sonst mache ich wieder Schleichwerbung. Dann heißt es nachher wieder, was macht er da? Und hier Hair Trigger. Trigger, das ist auch ein ganz bekanntes Cover. Wer kennt nicht den Hair Trigger? Der schießt mit seinen Pistolen, schießt er dir eine neue Frisur. Nein, das erinnert aber auch an einen richtigen Film. Und da oben auch. Dieses Win Detective. Vintage. The Turning. Carmack. Future Tank. Cool. Das sieht aus wie so ein Puzzle, oder? Nee. Oh, wieder. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Okay. Warum schreit denn Joel so? Sie steht doch direkt daneben. Savage Starlight, Deep Face. Umdrehen. So, achso, man kann das auch lesen. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man kann es nur in Englisch. Buch 10, Tiefphase. Bis jetzt hat Daniels Phasenverschiebungsgerät, die von Neumann und ihrer Mannschaft vor dem so ein Sensornetzwerk der Riesen... der Reisenden verborgen. Aber während sie jeder Nullpunktsprung noch tiefer in das riesige interstellare Imperium bringt, schwinden die Hoffnung auf eine Rückreise. In 3 Tagen haben sie ein Viertel des galaktischen Radius zurückgelegt und in 2 weiteren werden sie die Heimatwelt der Reisenden erreichen, wenn alles glatt läuft. Klingt spannend. Da ist ja Starlight. Fever Dream. Das wäre was für mich, glaube ich, so ein Film. Das ist bestimmt so eine Schnulze. Gucke ich total gerne. Total gerne gucke ich Schnulzen. Die sind echt super.
Da kann man auch schön bei einschlafen. Jo, wir können weiter, im Übrigen. Hui. Halt, halt. Seid alle mal leise. Weg von dem Fenster. Verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Sagt sie jetzt darauf was? Nein, okay. Wieso befinden uns hier in einem Spielzeugladen? Ich fühle mich so kindisch gerade. Jack Daxter! Board Game! Yeah! Da, Uncharted! Cool! Kleines Easter Egg sogar gefunden. Uncharted Board Game. Gibt es das eigentlich in echt? Ich weiß es gar nicht. Cool. Da. Okay, der Roboter ist weg. Ich glaube, ich weiß, was passieren wird. Die Puppen. Ich hasse Puppen. Ich hasse so Puppen, die so irgendwo in so Ecken stehen. Die sehen so gruselig aus. Ich möchte jetzt nicht da lang gehen, da ich jetzt weiß, dass da jetzt eine Cutscene kommt. Und aber die Aufnahme jetzt 27 Minuten lang ist. Jetzt gleich, also jetzt genau zu sein. Und ich weiß, dass die Cutscene wahrscheinlich länger gehen wird. Denn die PlayStation bricht nach 15 Minuten sofort die Aufnahme ab. Und dann habt ihr keine... Hupala, keine ganze Cutscene. Ich würde sagen, wir schauen uns das in einer weiteren Folge an. Bleibt dran, denn es bleibt spannend. Macht's gut.